Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nicht ganz. So knapp 2 Monate haben wir noch. Aber ihr wisst ja selbst, wie schnell die Zeit vergeht. Dreht man sich einmal zu oft um und schon ist RTX 5000 da. Tatsächlich schwebt da mittlerweile ein Termin im Raum. Und was ist mit AMD? Langsam wird's Zeit für ein paar neue Infos zu RX 8000. Ich hab da was für euch. Also bleibt dran. Wir bei Crotus Computer haben unseren Fokus auf höchste Qualität statt Massenfertigung gelegt. Dabei beraten wir dich gerne individuell oder du stellst deinen Wunsch-PC in unserem umfangreichen Konfigurator selber zusammen. Schau gerne auf unserer Website vorbei. Alle Jahre wieder findet im Januar die CES in Las Vegas statt. Und es scheinen zahlreiche Ankündigungen von AMD anzustehen. Neben den bereits mehrfach von uns besprochenen X3D-CPUs sollen mehrere Handheld- und Notebook-APUs vorgestellt werden und natürlich neue Grafikkarten. Im ChipHell-Forum, das für gewöhnlich sehr gut informiert ist, wird Folgendes erwartet. Ryzen AI 300 sowie Ryzen 900H für Notebooks, Ryzen Z2 für Handhelds, die beiden Ryzen 9900X3D und 9950X3D und RDNA4 Grafikkarten. Denkbar wären hier die RX 8800, 8700 und 8600, möglicherweise mit oder ohne XT-Zusatz. Natürlich sind wir auf letztere besonders scharf. Raff freut sich schon sehr darauf, gerade nach Lisa Sus neuester Aussage zur Performance. Bei einer Bekanntmachung der aktuellen Geschäftszahlen für das dritte Quartal hat AMDs CEO Folgendes von sich gegeben. Zusätzlich zu einer starken Steigerung der Gaming-Leistung bietet RDNA4 eine deutlich höhere Raytracing-Performance und fügt neue KI-Fähigkeiten hinzu. Wir sind auf Kurs, die ersten RDNA4-GPUs Anfang 2025 auf den Markt zu bringen. Gerade die Raytracing-Leistung lässt im Vergleich zur grünen Konkurrenz gerne zu wünschen übrig. Eine Steigerung würden wir sehr begrüßen. Zu den Chips ist auch schon einiges durchgesickert. So sollen die RX 8800 XT und 8700 XT auf Basis von Navi 48 und die RX 8600 und 600 XT auf Basis von Navi 44 erscheinen. Im Vollausbau kommen die beiden neuen GPUs wohl mit folgenden Spezifikationen. Rein darauf bezogen scheint es realistisch, dass eine potenzielle RX 8800 XT die Rasterleistung einer RX 7900 XT erreicht, während eine 86 XT mit einer 77 XT gleichzieht. Wenn Dr. Lisa Sus Aussage stimmt, wird die Raytracing-Performance in beiden Fällen aber deutlich höher ausfallen. Dass AMD bei der 8000er-Generation nicht im High-End-Sektor mitspielen möchte, ist bereits seit längerem bekannt. Dieses Feld wird Nvidia mit der RTX 5090 und 5080 sowie potenziellen Zwischen-GPUs dann alleine anführen. Der vorhin angesprochene Starttermin der 5090 soll der 20. Januar 2025 werden. Der Leaker iLeakVN hat aber nicht nur den Termin genannt, sondern möchte auch den Preis kennen. Ungefähr 2000 US-Dollar soll dieser betragen. Was meint ihr? Klingt das fair für die stärkste Verbrauchergrafikkarte auf dem Markt? Oder seid ihr sowieso raus, wenn es vierstellig wird? Zurück zu RDNA 4. In der Gerüchteküche heißt es außerdem zu RX 8000, die traditionelle IPC wird im Vergleich zu RDNA 3, also RX 7000, voraussichtlich um 12% steigen. Und die beim Raytracing zu erwartende Steigerung beläuft sich sogar auf 25%. Außerdem wird RDNA 4 den N4P-Prozess von TSMC nutzen und eine deutlich kleinere Fläche bieten, was die Kosten senkt. Der Prozess bei TSMC gilt bereits als sicher. Die Chipgröße sowie die IPC-Steigerungen sind noch Spekulation. Was wir aber mittlerweile haben, sind 5 Ergebnisse in der Geekbench-Datenbank, bei denen es sich um eine Navi 48-Variante handelt. Was den Aufbau des Navi 48 angeht, gibt es nun auch neue Spekulationen. RX 7000 war ja bereits ein Chiplet. Hier sind eine GPU sowie der Grafikspeicher und der Infinity Cache über 2 Dies als Multi-Chiplet-Modul zusammengesetzt. Bei RX 8000 könnten zum ersten Mal überhaupt 2 Grafikprozessoren zu einer GPU zusammengefasst werden. Auch hier wurden wir im ChipHell-Forum fündig. Der kleinere Navi 44 soll in doppelter Ausführung zu einem Grafikprozessor kombiniert werden, zu Navi 48. Aber hier nehmen wir mal ein wenig den Wind aus den Segeln. Bereits Navi 31, der größte RDNA3-Grafikprozessor, den ihr auf der 79XT, XTX und GAE findet, wurde während der Entwicklungsphase nachgesagt, dass er aus gleich mehreren GPUs bestehen soll. Diese Vermutung hat sich im Endeffekt nicht bewahrheitet. Deswegen sind wir hier auch ein bisschen vorsichtig. Ach, schaut mal, scheint wohl doch eine Ente zu sein. Aber die Überlegung ist rein theoretisch spannend.
Am meisten gespannt sind wir natürlich auf die angekündigte Raytracing-Leistung, aber auch auf die Effizienz. Die war bislang noch kein großes Thema, außer einer spekulierten TDP bei den Specs. Bei dem Thema hinkt AMD Nvidia bislang auch noch gut hinterher. Das wird sich hoffentlich auch verbessern. Erfahren werden wir das Ganze wohl erst im nächsten Jahr. Wenn ihr Raffs potenziell vernichtendes Urteil nicht verpassen wollt, ihr wisst, wo sich der Abo-Button befindet. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Also nicht falsch verstehen, kann natürlich auch ein gutes Urteil sein, wenn die Karten wirklich gut werden. Aber vernichtend klingt so schön dramatisch.